Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic. Und heute möchte ich mit euch mal ein Thema anschauen, was für die Smartwatch aus meiner Sicht eher ungewöhnlich ist, nämlich das Thema Internetbrowser. Und klar, auf eurem Smartphone könnt ihr ohne weiteres in dem Browser surfen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch über die YouTube-App YouTube gucken und so weiter und so fort. Und seit gestern geht das auch auf der Smartwatch, und zwar auf unserer Watch 4 und der Watch 4 Classic, und das will ich mir ja heute mal mit euch gemeinsam anschauen, damit wir gucken, was geht und was geht entsprechend auch nicht. Ja, und loslegen wir mit einem ganz kurzen Exkurs nur, wie installieren. Das wissen die meisten von euch sicherlich. Ihr könnt das zum einen natürlich über euren Play Store auf eurem Smartphone tun, indem ihr einfach die App auswählt und dann in dem Bereich auf weiteren Geräten verfügbar tauchen dann im Optimalfall eure beiden Smartwatches auf, zumindest wenn ihr sie mit eurem Google-Konto verknüpft habt. Das Ganze geht natürlich auch über die Uhr, ich denke, das versteht sich von selbst, dort gleiches Prozedere, einfach im Store nach der entsprechenden App suchen. In unserem Fall ist es jetzt der Samsung Internet Browser, und wenn ihr nach Samsung Browser sucht, das habe ich euch oben gezeigt, dann findet ihr die App auch und dann darüber installieren. Spielt am Ende keine Rolle, welchen Weg ihr da nehmt. Aus meiner Erfahrung heraus geht die direkte Installation auf der Uhr etwas schneller, und hier auf meiner anderen Uhr mache ich es mal über den Play Store auf dem Handy, da dauert es dann etwas länger. So, die Installation ist fertig, und jetzt gucken wir uns mal an, was geht denn überhaupt und was geht nicht. Ihr findet jetzt hier in euren Apps dann natürlich den Samsung Internet Browser, und der kommt schon vorkonfiguriert mit ein paar Lesezeichen, die ihr hier auch sehen könnt. YouTube, Google, dann das Wetter und die Samsung-Seite. Einmal ganz kurz nur gezeigt, was geht in den Einstellungen. Nicht viel, außer die Browserdaten zu löschen. Und deswegen gehen wir jetzt mal direkt hier auf Google, und ihr seht, ihr habt hier auch so eine Ladeanzeige, wie ihr das von eurem Browser gegebenenfalls gewohnt seid, sodass ihr auch seht, wie lange es noch dauert. Und dann könnt ihr hier sehen, es ist nichts anderes als eine verkleinerte Version der Internetseite. Das kommt immer auf die Internetseite so ein bisschen an, aber bei Google hier zum Beispiel, ihr seht, es ist ein kleines bisschen fummelig. Könnt ihr das hier tatsächlich so bedienen, indem ihr auch den Datenschutzbestimmungen zustimmt und habt dann oben ganz normal eure Suchleiste, so wie ihr das auch bisher gewohnt seid. Nur halt natürlich auf einem runden Display wird eine viereckige Internetseite dargestellt. Also insofern, das passt natürlich nicht ganz drauf. Ihr könnt aber, und das zeige ich euch gleich auch nochmal, durch Wischbewegungen die Internetseiten auch in den Ecken finden. Und dann geben wir hier jetzt einfach mal den Kanalnamen ein und gucken mal, was passiert. Ich hätte den natürlich auch per Spracheingabe eingeben können, klar. Und dann seht ihr hier, dass wir tatsächlich da in Google direkt auf YouTube für unseren Kanal kommen. Gehe ich auch mal drauf, denn dann zeige ich euch auch direkt mal YouTube, weil das funktioniert tatsächlich aus meiner Sicht sehr gut. Es ist natürlich trotzdem ein kleines Display, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber die Darstellung der Videos in der Uhr oder auf der Uhr vielmehr, da muss ich sagen, das gefällt mir gleich ganz gut. Ihr könnt gleich mal schauen, und so könnt ihr übrigens die Seiten dann auch noch bewegen, ne? Nur dass ihr es auch mal gesehen habt, da könnt ihr dann auch in die Ecken von der viereckigen Seite kommen. Und jetzt gehen wir hier mal auf ein Galaxy Watch 4 Video, vielleicht macht das mehr Sinn. Und dann seht ihr hier, ihr bekommt quasi eine verkleinerte Version der Darstellung, wie ihr sie auch auf eurem Notebook, Rechner oder wie auch immer habt. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Werbung. Die lassen wir jetzt mal im Hintergrund durchlaufen. Ich sehe übrigens auch gar nicht den Abbrechen-Button. Also entweder ist es eine Werbung, die nicht abzubrechen ist, oder man kann diesen Button hier nicht sehen. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Video, und dann seht ihr hier, dass die Darstellung, und könnt ihr jetzt für euch selber natürlich auch nochmal bewerten, aus meiner Sicht durchaus okay ist, ne? Also man erkennt alles, man sieht alles, und man kann jetzt hier auch noch den Vollbildmodus aktivieren, das heißt, der Text darunter verschwindet dann auch noch. Und jetzt könnt ihr wirklich bis auf den Rand natürlich durch die Abrinnung an den rechten und linken Seite, könnt ihr tatsächlich das Video aus meiner Sicht schon gut gucken. Natürlich könnt ihr jetzt keine Details erkennen und so weiter und so fort, aber ich würde sagen, um mal in ein Video reinzugucken und so weiter und so fort, ist das durchaus eine Option. So, wem der Ton jetzt bei YouTube zu leise ist, für den noch ein ganz kleiner Exkurs-Tipp. Wie kann ich da die Lautstärke erhöhen? Einfach in die Einstellungen reingehen und dann auf Töne und Vibration. Und dann müsst ihr einmal in die Lautstärke reinspringen. Hier unten.
Und dann seht ihr hier den Punkt Medien. Darüber läuft dann auch entsprechend die YouTube-Lautstärke und so weiter und so fort. Die könnt ihr dann hier an der Stelle entsprechend adjustieren, wenn es euch zu laut, zu leise oder was auch immer ist. Das vielleicht nur als kleiner Hinweis an der Seite. So, zum Abschluss nur noch ein ganz kurzes Meinungsbild meinerseits zum Thema YouTube, Internet auf der Smartwatch. Also, fangen wir mal mit Internet an. Auf der linken Seite sollte jetzt eigentlich das Internet kommen, aber da habe ich die Zeit nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich lasse es jetzt mal weg. Natürlich seid ihr ein bisschen beschränkt durch die Größe und auch durch die Form der Uhr. Das ist ganz klar. Aber was man definitiv sagen kann, um mal eben was ganz schnell nachzugucken und so weiter und so fort, ist zwar die Bedienung trotzdem fummelig. Es dauert lange, bis ihr dahin kommt, wo ihr hin wollt, einfach weil das mit der Bedienung manchmal ein bisschen schwierig ist und auch mit dem Eintippen und so weiter und so fort. Aber als Notlösung funktioniert das wirklich ganz gut, und gerade bei YouTube muss ich sogar sagen, finde ich sogar, dass es sehr gut funktioniert, denn ihr könnt die Videos dadurch ohne weiteres auch gucken. Der Weg dahin ist allerdings ein bisschen beschwerlich. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch eine schöne Woche und sage am Ende wie immer: Alexa, Kamera aus. Okay.